Ja, und immer noch in dem Gasthaus im Umland von Vizima begrüße ich euch zurück zu The Witcher. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen im Gasthaus umgesehen und in der Folge werden wir nochmal mit dem Schankwirt Olaf reden und müssen deswegen um den Tresen rumlaufen. Was kann... So, ja. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch... Genau, wir wollen nämlich noch ein Zimmer. Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Wie nett für euch. Ihr kämpft wie ein Mädchen! So, und wir nutzen dann gleich mal unsere neun neuen Bronzetalente. So, Art finde ich ziemlich cool, deswegen machen wir mal das hier. Oder einfach nochmal auch das noch dazu. Intelligenz... Ja, okay, das haben wir ja schon automatisch. Das nehmen wir auch nochmal dazu. So. Silberschwert haben wir eh noch nicht, deswegen verbessern wir einfach mal den starken, eher den schnellen Stall, also Feuertänzer. Stil. Und gehen gleich mal auf das hier. Und das machen wir hier auch. Und hier auch nochmal. Und dann verteilen wir hier noch ein paar... Punkte, würde ich sagen. Oder wollen wir hier irgendwas bei Stärke machen? Gewandtheit? Lassen wir erstmal die Stahlschwertstile so wie sie sind und gehen noch ein bisschen... Kann ich das so? Nee. Ja, also Mutagene werden wir auch noch später kriegen. Machen wir mal Gewandtheit und... Ja gut, das heben wir uns dann mal auf, wenn wir Punkte über haben. Schwips. Okay, also das hier und... Moment. Das hier scheint sich ein bisschen zu widersprechen. Moment, ja hier genau, ich guck mal. Pfeile ablenken wäre ganz praktisch. Ja gut, machen wir mal das hier. Gut, und wir sind immer noch Beginn der Hexe, aber mit 4 Punkten, was hoffentlich gut ist. So, können wir irgendwas brauen? Nein. Okay, damit hätte sich das auch geklärt und wir warten mal bis zum Morgengrauen. Ja. Nein, Morgengrauen. So. Ja, in Witcher 2 kann man überall rasten, in Witcher 1 oder meditieren und in Witcher 1 muss man halt noch... Geld dafür zahlen, beziehungsweise kann das nur an speziellen Orten. Können wir hier durch? Nein. Hier sind dann die Zimmer der anderen Gäste. Der Schankwirt steht irgendwie in der Mitte, weil ihm da noch ist, schauen wir. Nein, es gibt keine Mission für euch. Schade. Na gut. Verschwinden wir. Zurück ins Umland von... Schaffe ich das richtig auszusprechen? Vizima? Ja, ich glaube Vizima. Müsste dann stimmen. So, und hier sieht es schon belebter aus als gestern Nacht. Wir machen mal einen Quicksave. Und so, hier sind nur doofe Söldner. Reisende Feuerstelle. Zwergenschmied klingt interessant. Und der Kräuterhändler aus Vizima. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Vizimas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot, doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meine jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie. Ein paar Hintergrundinformationen. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja. Königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was?
Ja. Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Ich skipp mal ein die bisschen. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen das sein. Das ist interessant. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Und lass mich raten, du meidest sie sowieso. Vielleicht hat er irgendwas Interessantes. Oh ja, über Pflanzen, Kaufpreis 200 und 300, wir haben 74. Ich glaube, das wird leider nichts. Wir könnten versuchen, diesen Ring mal ihm anzudrehen, aber scheinbar möchte der ihn nicht haben, sondern handelt halt nur mit Essen und Kräutern. Sprechen wir mal mit dem Zwergenschmied. Na, hallo. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Ich komme zur Beerdigung. Zur Hinrichtung auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Nirgends in den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener wie Siemens gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Galgen, speziell für Zwerge. Was ist daran so innovativ? Nichts. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ich euch etwas fragen? Das ist schon sehr makaber. Ja? Wir kriegen mit, also Anderlinge, also beziehungsweise Elfen und Zwerge und alle, die halt anders sind, werden halt ziemlich rassistisch hier behandelt. Wer sind die Skoyatel? Terroristen oder Unruhestifter würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Könnte ich hier in der Gegend welchen begegnen? Wollt ihr mich überrumpeln oder seid ihr nur neugierig? Wie auch immer. Von mir erfahrt ihr nichts. Kein Problem. Ich möchte euch keine Schwierigkeiten machen. Sprechen wir von etwas anderem. Ja? Ja, also die andere Gesprächsoption eben, also dass er quasi, ob er da mit den Skoyatel handelt, wenn wir die gestellt hätten, hätte er, glaube ich, aufgehört, mit uns zu handeln, weil er ziemlich beleidigt wäre, was auch irgendwie verständlich ist. Warum verfolgen die Leute hier Anderlinge? Warum passen Schäfte in Scheiden? Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Menschen konnten Zwerge und Elfen nie ausstehen. Was weiß ich, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe. Tja, dann denkt halt mal eine Weile drüber nach. Oder geht zu Brock, dieser Made. Mit Fremden rede ich nicht darüber. Klar. Ja? Okay. Lasst uns über Waffen sprechen. Waffen? Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir 3 verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwert vertagen. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Ja, wir brauchen erstmal ein gutes Schwert dafür. Kein Interesse. Ja? Naja, okay, wir haben ja eh noch nicht das benötigte Material. Das Meteoritenerz können wir dann halt später uns neue Schwerter quasi schmieden lassen. Was wir aber jetzt noch nicht haben, und wir haben noch nicht mal ein Silberschwert, das ist ziemlich doof. Ich weiß auch nicht mehr, wann man das erste Silberschwert kriegt. Aber es wäre sehr schön, wenn wir es irgendwie bald mal bekommen, damit wir gegen die Bestien eine bessere Chance haben. So, und wir sind jetzt hier ziemlich frei, was wir machen können. Wir können in die Richtung gehen, oder in die Richtung gehen, oder in die Richtung da hinten gehen. Deswegen bin ich total unentschlossen. Wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube, bei meinem ersten Mal bin ich auch in die Richtung erstmal gelaufen. Und probieren erstmal hier die Türen zu öffnen. Abgeschlossen, okay. So viel dazu. Aber hier kommen wir rein. Das ist interessanterweise auch ein Teil von The Witcher. In leerstehende Gebäude gehen und den letzten Rest, den Plünderer übrig gelassen haben, auch noch plündern. Das taucht auch noch in Witcher 2 auf. So. Ist in dieser verlassenen Hütte vielleicht ein bisschen mehr als Salpeter. Ein Kleiderständer. Und wir kriegen roter Schal. Geschenk. Oh. Volles Inventar. Das ist doof. Können wir vielleicht... Ja, wir nehmen einfach mal den Ring da jetzt in das...
in einen der Ring-Slots sozusagen. Ich hoffe, wir kriegen den Ring bald weg. Ansonsten blockiert er noch ein bisschen unser Inventar. Oh, königlicher Jägersmann, das klingt doch gut. Eventuell sogar der Jäger, der jetzt nicht mehr mit dem anderen Würfel spielen möchte. Können wir mit dem Reisenden da reden? Das würde mich interessieren. Ja. Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Yay. Ich wusste doch, dass irgendwas mit so einem Reisenden hier war. Gut. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen Geld verdient. Kann man mit dir noch reden? Ich sollte gehen. Nee, der nicht? König Voltest hat auch den nicht? Zoll okay. schon wieder erhöht. Ja, wir sprechen einfach mal mit dem königlichen Jägersmann. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut, was wollt ihr? Okay, ich glaube, er wollte gerade mit seinem Wissen ein bisschen angeben, aber gut. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid. Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Okay. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt? Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Da haben wir auch mal einen Hinweis. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghul aus. Aber weiß der Teufel. Seht selbst. Also ich wette, für diesen Spruch mit dem Teufel hätten ihn schon ein paar von diesen fanatistischen Flammengeweihten wahrscheinlich verbrannt. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Pff. Na ja. Macht's gut. Der Jude versteht uns nicht. So, eine Kapelle des ewigen Feuers. Die wird aber, wenn ich mich nicht irre, noch später relevant für uns. Gehen wir einfach mal. In welche Richtung gehen wir denn? Was haben wir denn für Quests? Beziehungsweise, wir haben ja noch neue Charaktere. Die Bardame. Ich wusste doch, dass die irgendwie wichtig wäre. Und ja, halt Kalkstein, der zerstreute Alchemist. Haben wir sonst? Ja, Quests. Nichts Neues. Ja, also ein stärkerer Gegner als Fatfleet wird jetzt nicht unbedingt so schwer zu finden sein. Orte, haben wir uns die... Ja, die haben wir uns schon angeschaut. Ungeheuer, ja, Furchtbringer. Vorkommen, sehr selten. Immunität gegen fast alles. Okay. Empfindlich gegen Stahl und Silber. Sehr empfindlich gegen laute Geräusche. Ja, gut. Der erste Hexenmeister, der ein Furchtbringer erschuf, war der berüchtigte Renegat Dagobert Sulla. Okay. Ja gut, auch nichts Neues. Ja, Zutaten halt. Ich glaube jetzt nicht, dass die so interessant sind. Ja. Glossar, das Glossar hatten wir noch nicht. Ja, dieses Katriona-Ding ist halt diese Seuche scheinbar. Oder eine Seuche, die mit Nilfgaard zu tun hat. Hexenmeister, ja. Es gibt nicht viele davon und die, die es gibt, sind halt ziemlich mächtig. Hexer werden halt von anderen Menschen verachtet. Linas Prophezeiung, Alter, über das Ende der Welt.
Der Sturm des Wolfes bricht an, das Zeitalter von Schwert und Axt, die Zeit der weißen Kälte und des weißen Feuers naht, die Zeit von Wahnsinn und die Zeit von Verachtung. Tet Diarat, die Endzeit. Die Welt wird im Frost vergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus älterem Blut, aus Hen, Chia, was auch immer. Aus einem Samenkorn, dem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht, okay? Was auch immer dahinter steckt, Medizin. Ja, also wie gesagt, es gibt Wissenschaft und Magie gleichzeitig hier und auch Wissen über gewisse Sachen, die es in anderen Fantasy-Welten nicht gibt. Also sie sind hier schon relativ weit. Ja, und Zwerge sind halt kleiner als Menschen, aber ich glaube, das weiß man, wenn man auch nur irgendein Fantasy-Buch oder Spiel schief angeguckt hat. So. Ja, laufen mal. In welche Richtung laufen wir? Ich weiß gar nicht, was am sinnvollsten hier wäre. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir überall hingehen. Aber wir durchsuchen jetzt erstmal einfach die verlassenen Häuser, denke ich. Eventuell finden wir da ja irgendwas von Wert. Zum Beispiel eine halb verzerrte Leiche mit einem Dolch, den wir nicht brauchen. Das ist ja... Hat sich ja gelohnt, aber 6 Orens, okay. Oder Orens, oder... Ich glaube, das wird sogar unterschiedlich von den Synchronsprechern sogar ausgesprochen. Abgeschlossen, ja gut. Aber weil die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist... Ich bin mir nicht sicher. Wir laufen noch ein bisschen weiter. Habe ich jetzt gerade mal so spontan festgestellt. Hier sind wir im Dorf. Aber eigentlich möchte ich jemanden anderes finden. Ich meine, dass sie eher in der Richtung hier gewohnt hat. Schön. Ja, wir laufen erstmal hier hin und werden dann in der nächsten Folge, denke ich mal, uns mit den Ertrunkenen auseinandersetzen. Also bis dahin, Leute, in dieser idyllischen Dorfkulisse. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja.